herzlich willkommen an der Siegquelle. Ich hatte euch ja auf dem Rothaarsteig gesagt, dass die Siegquelle und wir werden uns wiedersehen in diesem Jahr. Wir haben Sommer 2023 und heute mache ich etwas Besonderes für euch, mit euch. Wir werden nämlich inoffiziell den Natursteig Sieg bis zur Quelle nach Murdersbach verlängern. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr ein Stück mit. Wie cool haben die Macher das endlich bis zur Quelle verlängert, den Natursteig Sieg? Leider nein. Es ist mal wieder in der Planung und sie gehen jetzt mit einem Konzept ran, das von Murdersbach bis Siegen, das mit Schildern verlängert werden soll und der Rest soll nur als GPS-Track erhältlich sein. Sie haben allerdings in einem Online-Artikel die Wegbeschreibung von Murdersbach bis Siegen doch sehr detailliert gemacht, sodass ich mir sicher bin, 95% mindestens des geplanten Weges zu haben, weil ich habe sie sogar gefragt, ob sie ihn mir zur Verfügung stellen und die Antwort war leider negativ. Die Begründung für diese Zweiteilung, ja, also einmal markieren und einmal nur GPS-Track auf eigene Faust, ist, es ist die Philosophie des Natursteig-Siegs, dass man an einem Bahnhof anfängt und an einem Bahnhof aufhört. Und das ist bei der Siegquelle einfach nicht gegeben. Siegen ist der erste oder der letzte Bahnhof auf der Sieg. Das heißt, dass bei der Etappe von der Quelle bis nach Siegen offen gestanden viel Raum für Spekulation ist, wo der echte Verlängerungssteig nachher lang geht. Da kann ich nur spekulieren, aber ich habe uns eine ungefähr 47 Kilometer lange Tour mit 1000 Höhenmetern hoch und 1500 Höhenmetern runter zusammengebaut. Und ich denke, da werden wir zusammen ein bisschen Spaß haben. Ich wollte jetzt aber nicht mehr warten, bis das Ganze offiziell gemacht wird. Vielleicht wird es ja auch nie offiziell, ja, wer weiß das schon. Und wollte das Ding jetzt einfach mit euch rocken. So, man kommt zur Siegquelle mit den Öffis, mit einem Bus. Der fährt nur wochentags und relativ selten alle 2 Stunden. Und jetzt erinnert ihr euch vielleicht, ich habe euch ja am Anfang des Videos gezeigt, wie ich da schon etwas gewandert bin, vor allen Dingen bergauf. Warum denn das, wenn der Bus bis zur Siegquelle fährt? Ja, der Bus fährt da schon lang. Und mein Problem war, dass ich in einem Bus saß mit einer Klasse drin, die gerade von Klassenfahrt wiederkam, tierisch laut. Ja. Und gleichzeitig ist aber das Haltewunschdrücksystem vom Bus ausgefallen. Und der ist dann einfach, ja, bis ich mich nach vorne zum Busdurchfahrer durchgekämpft hatte. Ich habe es zwischendurch auch mit laut Rufen versucht, hat er gar nicht drauf reagiert. Der ist leider 2 Stationen weitergefahren. Und 2 Stationen hier in der Gegend sind, ne, hier ist keine urbane Gegend, das ist leider eine Menge. Ne, das hat nämlich dazu geführt, dass ich erstmal fast eine Dreiviertelstunde lang wieder zurücklatschen konnte. Wir müssen deswegen mal schauen, was heute alles noch geht. Wir machen weiter.
das ist sie, die Sieg. Etwas breiter ist sie geworden. Und ich bin echt erstaunt, also dafür, dass es hier in NRW hat, ich weiß nicht, seit einem Monat oder so nicht mehr geregnet. Das ist die erste richtige Hitzewelle des Jahres. Also dafür sickert tatsächlich aus den Hängen, wo ich jetzt gerade vorbeigegangen bin, doch an ziemlich vielen Stellen noch Wasser raus. Das für mich Spannende jetzt bei so einer Wanderung ist, na, ich habe zwar was geplant und mich gerade dazu entschieden, die Planung an der Stelle hier zu ändern und stattdessen noch weiter, mal gucken, wie viele Ortschaften noch, dem nördlichen Sieg-Höhenweg zu folgen. Kurz ein bisschen Orientierung, das ist der Köhlerweg und ich bin mit euch vorhin da lang gegangen bis zum Ende der Zunge, wo dieser Rastplatz war und jetzt geht's weiter. Walpertsdorf, wir lassen es seitlich liegen erst einmal und folgen dem Sieghöhenweg. Nenkersdorf kommt in Sicht und ich habe vor, dann nachher dieses Tal da bis auf die Anhöhen zu steigen und dahinter ist ein Stausee. Ja, der Weg ist versperrt. Ja, ja. Wir trennen uns vom Sieghöhenweg und nehmen jetzt den Rothaarsteig-Zuweg. Vorher waren die beiden deckungsgleich von Netfen aus. Und damit kommen wir dann auch an den Stausee. Nauholzbachtalsperre. Mal kurze Erklärung, warum ich die unbedingt mit reingenommen habe in den Weg. Und zwar habe ich mich an den Wupperweg erinnert. Und der Wupperweg macht das ähnlich, dass er, ich habe die Namen jetzt gerade nicht parat, ne, aber dass er ziemlich schnell, ich meine so um Wipperfürth rum, ein oder zwei Stauseen der Wupper, also zusätzliche Zuflüsse nebenan besucht. Ich bin ja über Siegen zur Siegquelle gefahren und habe halt auch schon heute gesehen, wie groß tatsächlich die Sieg in Siegen ist. Und da dachte ich mir, schauen wir uns doch noch mindestens einen anderen großen Wasserzulauf an. Ich habe aber jetzt gesehen, das da ist eine Trinkwassertalsperre. Ich hatte den Weg auch zuerst untenrum
lang geplant. Das macht bei Trinkwassertalsperren aber wenig Sinn, weil man kommt gar nicht richtig ran. Und dann ist der Blick von hier oben, denke ich, schöner. Jetzt geht's zum Siegtal zurück. Ich hoffe, die Erbauer finden Single Trails, wenn es hier sowas in der Gegend gibt. Das ist nämlich jetzt mit dem steinigen Boden doch schon ein bisschen schmerzhaft in den Knien. Das hier ist gerade gar nicht aktuell das, was ich geplant hatte. Ich hatte auf der Karte einen Fluss gesehen, aber den werde ich nicht nutzen. Tja, und ich muss auch so langsam gucken, dass ich hier, es ist jetzt 19 Uhr, ich habe durch die Verspätung mit den Öffis 3 Stunden verloren heute Nachmittag. Sonst wäre ich schon viel, viel weiter. Schauen wir mal. Und das ist die Sieg. Tja, durch welchen Zulauf ist die jetzt so groß geworden? Solche Bäche zu nutzen, rät man ja eigentlich immer dringend von ab. Aber das Wasser ist definitiv kühler als dieser kleine Bach, den ich da vorhin hatte. Der war nämlich außerdem immer noch stillstehend. Hier fließt es wenigstens. Es wäre besser, wenn man hier Aktivkohle hätte, ne? So ein Grail-Filter zum Beispiel. Der hat ja diese Kapillaren drin, plus einen Aktivkohlefilter. Ich habe keine Aktivkohle mit. Das muss jetzt das eine Mal einfach so gehen. Tja, das ist der Weg, den ich mir ausgesucht hatte. Schöner Pfad, aber der Schweiß rinnt. Kurz ein bisschen Gear Talk. Ihr seht oder habt es vielleicht schon am Anfang des Videos gesehen, ich habe wieder einen neuen Rucksack. Ich teste wieder einen Chinesen aus über AliExpress. Und zwar ist das diesmal die Firma 3FUL und ich meine, das Modell heißt Quidan. Hat 45 Liter. Und ihr seht schon das Besondere daran. Es ist ein rahmenloser Rucksack und der Rucksack kriegt die Stabilität durch eine Faltisomatte. Und da werde ich demnächst mal ein Review zu machen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das mit der Isomatte auf dem Rücken sehr komisch ist. Also ich habe bis jetzt einen anderen Haken gefunden. Das mit der Isomatte klappt tatsächlich ganz gut. Thank you.
Dieser Ort hier hat einen ganz merkwürdigen Namen. Hasenbahnhof. Also wenn einer von den Einheimischen das weiß, woher dieser Name kommt, das würde mich tatsächlich interessieren. Schreibt das mal in die Kommis. Wunderschöner Ausblick. So, beim letzten Mal hatte ich den Evernew ja falsch bedient. Jetzt zünden wir das unten mal. Stecken das zweite Teil oben drauf. Ich lege euch mal eben weg. So, und jetzt kommt das, was ich beim letzten Mal falsch gemacht hatte. Es kommt nämlich noch dieses Gitter da rein. Und jetzt schauen wir uns das mal kurz an, wie der funktioniert. Der hat hier unten zwei Reihen, der wärmt sich jetzt selber ein bisschen auf, dann zündet die Sekundärreihe und dann gibt der Kleine hier richtig Gas. So, jetzt kann man nämlich schon sehen, was passiert. Das Sieb wird rotglühend und der Spiritus verbrennt also quasi jetzt an dem Sieb und es bildet sich nicht mehr so eine Flamme, die so ewig viel daneben geht hier. Ja, wir haben hier auf dem Turm ein bisschen Wind und das ist ja auch schon direkt wieder spannend, dass hier nämlich eine Menge Spiritus daneben geht. So, dann mal kurz die andere Ausrüstung. Also, das Camo-Muster hier auf einem Metallturm ist natürlich Quatsch, ne? Das ist der Nachbau des niederländischen Militärs von dem Carinthia Observer. Die haben nur geringe Abweichungen. Auch der hat diese gasdurchlässige Gore-Tex-Membran. Ich habe hier unten den Rucksack drin verstaut. Und innen drin seht ihr die Isomatte ausgelegt und einen blauen Schlafsack. Den habt ihr auch noch nie gesehen. Das hier ist ein Schlafsack, ein Daunenschlafsack von Nature Hike. Tierisch klein zu verpacken. Will ich auch ausprobieren. Ist ein rechteckiger Schlafsack, den man also quasi zu einer Daunendecke umfunktionieren kann. Und innen drin seht ihr das Kopfkissen, auch von Nature Hike. Hier wird jetzt heute Abend nichts mehr passieren. Ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich auf einem Turm übernachte. Ich denke, der Biwaksack wird mir bei dem starken Wind hier gute Dienste leisten. Hat mich gefreut, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.